kurz sagen, was ihr so noch von gestern mitgenommen habt oder was ihr so schätzt von gestern? Irgendeinen Gedanken oder was? Eine halbe schlaflose Nacht. Ich auch. Dann ist der Hausarzt noch weiter. Okay. Ich würde ganz die schlaflose Nacht. Was ist nachgegangen? Da sind ja noch Personen entgefallen, wo ich dann gesagt habe, ich vergebe dir Situationen. Also hat also richtig nachgewirkt. Ja. Sehr gut. Gemeindegebet an, ne? Hm. Habe ich dich noch unterstützt? Amen. Habe ich direkt gespürt. Halleluja. Damit du nicht einschläfst. Ja. Das hat mir geholfen. Ja. Ja, ja, wirklich. Und bei dir ist auch noch gut gegangen? Ja, also mir ging es so wie bei der Mama. Ich habe auch noch im Bett gelegen und dann sind mir auch noch Personen eingefallen. Aber ich kann das heute Morgen gar nicht so. Ich weiß, ich habe denen verziehen, aber mir sind heute Morgen die Personen nicht mehr eingefallen. Aber ich denke, ich habe es ja angenommen. Ich habe verziehen, ich habe vergeben. Aber ich weiß heute Morgen irgendwie nicht mehr so viel davon. Und deinem Geist ist es noch drin? Ja. War so kurz vorm Einschlafen, also irgendwie das war dann nicht mehr an die Person so da war Dinge, die du vergessen. Das ist einfach. Ja. Und bei euch war noch irgendwas, was euch so auch von der Lehre oder so noch beschäftigt hat oder was euch irgendwie angesprochen hat, besonders gestern? Ja, das mit dem Verzeihen, das habe ich gelernt, ne? Mit dem Vergeben. Ne? Mir war dann nachher noch Lehre durch alles im Kopf so, als wenn alles zurechtgerückt wird, ne? So Wagen kann und alles und das ist auch kein Gedanke aufkommen, irgendetwas Beschwerliches als wenig los, ne? Das war nicht mal mehr. Dann hat mein Mann mich noch gestört, dann ich gesagt, muss ich dich nicht. Alles oben aufgeräumt. Ja, das war beim Update. Also Festplatte bereinigt. Was bei mir so nachgehallt hat, war der Satz, dass Gott eine Ewigkeit Zeit hat, um alles gut zu machen, was hier nicht gut gelaufen ist. Und das war so ein Gedanke, den habe ich noch nie gehabt. Ich wusste, Gott wird alles gut machen, aber wow, egal wie lang, wie alt ich werde, ob ich 80, 90 oder 100 werde, das ist noch kein Wimpernschlag gemessen an der Ewigkeit. Und er hat eine Ewigkeit Zeit, mir wirklich Gutes zu tun. Und das hat mich total überwältigt. Halleluja. Das war so ein einfacher Satz, aber boah. Die Offenbarung. Ja. Das war. Bei dir noch? Bei euch noch was, Daisy? Also war sehr schön. Der Weg nach Niederoberstein war kurz. War vorher, wir sind weiter in Gebet gegangen und der Herr hat weitere Sachen offenbar während die Autofahrt und war schön und mit voller Freude. Ja. Und wir sind froh, dass die Nation geschaut hat. Halleluja. Heute Vormittag früh beim Frühstück haben wir so Gemeinschaft gehabt und auch noch ein bisschen über gestern gesprochen. Und er hat mir der Herr ein Bild gegeben, und das ist vielleicht ein sehr anschauliches Bild, was Befreiung eigentlich ist. Der Herr sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und der Vater ist der Weingärtner. Und jetzt stellt ihr euch Folgendes vor, der Weingärtner geht durch seinen Weinberg und schaut sich die Reben an und sieht da, oh, Blattläuse, Pilz, was weiß ich, Mehltau. Und was tut der gute Gärtner? Der schimpft jetzt nicht die Rebe, dass jetzt eine Blattlaus ist, sondern er entfernt es. Und das ist das, warum? Damit die Rebe gesund ist, dass es ihr gut geht und dass sie gute Frucht bringt. Wir müssen einfach auch mal die Perspektive des Himmels sehen. Es ist nichts weiter in der Allmacht und Größe Gottes als eine Blattlaus. Schädlinge. Für uns mag es sein, und oft ist es so, dass wir diese Dinge schon so lange mit uns mittragen, oft schon damit geboren sind, dass wir uns nicht
dass es so selbstverständlich für uns geworden ist, dass wir glauben, wir sind das. Aber wir sind es nicht. Und nur der Herr weiß, wie wir wirklich sind. Und es ist ihm das größte Anliegen, uns frei zu sehen, uns die Rebe, stell dir es bildlich vor, die Blattläuse ist oft doch so, dass die Blätter dann so verkrüppelt werden, so so zusammenrollen. Und er will, dass diese Blätter aufblühen, dass diese Rebe wunderschön ist und natürlich eine Frucht bringt. Und deshalb ist Befreiung einfach so wichtig. Nicht, weil es so ein sexy Thema ist, sondern weil es auf dem Weg einfach gut ist, wenn deine Schädlinge, deine Blattläuse oder sonstiges entfernt werden, damit deine Rebe, die du bist, aufblüht, sich entfalten kann, so wie sie es entfalten soll, und wie der Gärtner es will. Also seht es so. Es ist ein Prozess, durch den man geht, den man wissen muss und wo man wissen muss, es ist was für mich Gutes dabei. Und dann gehen wir weiter in das Eigentliche hinein. Bitte. Aaron Sonntag, ein Bild wird von Gott, warum der Befreiungsdienst an für sich so wichtig ist. Wir haben heute in der Männergruppe drüber geredet und da habe ich auch so gesagt, ich war bei euch in Salzburg, wo man auch Befreiungsdienst hatte. Da habe ich mich auch befreit gefühlt. Das ging dann ein, zwei Wochen gut. Und irgendwie bin ich wieder in alte Muster zurückgefallen. Und da habe ich auch zum Josef damals gesagt, im Männertreff, wir müssen das alles selber machen. Und das ist ein fortwährender Prozess. Wir müssen beten und dazu so ein bisschen diskutiert, ob das was bringt, eine Befreiung. Da kommt einer, der legt die Hand auf, der ist so krass ausgedrückt, die Geister sind weg, eine Woche später kommen sie wieder. Ne? Deswegen wollen wir so ein bisschen diskutieren. Das hat der Gott mir, der Gott. Gott hat mir das am Sonntag ein super schönes Bild, gern verständlich. Wenn ich Karies habe, muss ich zum Zahnarzt gehen. Und der Zahnarzt muss den Bohrer holen und das Karies wegmachen. Wenn er das Karies weggemacht hat, ist ein Loch in dem Zahn. Wenn er den nicht mit einer Füllung füllt, dauert es nicht lang, bis wieder Karies kommt, durch Essensreste oder was auch immer. Ja. Durch Pflege alleine würde das nichts nützen, das muss gefüllt werden, das Loch. Mhm. Und wenn das Loch dann gefüllt ist, muss ich es aber trotzdem weiter pflege. Mhm. Sollte ich mit der Pflege, was ist das Gebet sinnlich gesehen wäre oder was auch immer, aufhöre, entsteht wieder Karies. Beziehungsweise wenn das Loch auch nicht gefüllt wird, dann wird der Karies noch viel größer. Und das ist auch in der geistigen Welt, dann kommen ja noch mehr Geister. Mhm. Und so hat er mal das Bild halt gern. Und wenn ich jetzt den Karies habe und pflege die Zähne ganz, ganz viel, gehe aber nicht zum Zahnarzt, geht der nicht weg. Da kann ich noch so sehr pflegen. Ich brauche Befreiung, das ist der Zahnarzt. Also ich muss wirklich bewusst mit dem Bohrer rein. Und das bist du dann in dem Fall, jemand, der die Salbung hat für die Befreiung, das brauchen wir. Also alleine kommen wir damit nicht klar. Und das hat Gott mir gezeigt, dass das wichtig ist. Also du hast jetzt noch was angesprochen und das ist echt extrem wichtig. Die Füllung muss rein. Jesus sagt uns das, also der Dämon, der rausgeht, durchstreift wasserlose Orte und kommt zurück und schaut, findet er das Haus leer, bringt er 7 Freunde mit, es wird schlimmer als zuvor. Und was ist denn diese Füllung? Die Füllung ist Jesus. Die Füllung ist der Heilige Geist. Das ist diese Beziehung mit Gott haben, im Wort, sich füllen lassen. Ansonsten ist Befreiungsdienst eher schädlich, weil es wird schlimmer. Fakt ist aber, wenn man den bösen Plänen des Feindes nicht Einhalt gebietet, wird so oder so schlimmer. Weil das wissen, bestimmte Dinge werden immer schlimmer, wenn man nicht dagegen angeht. Also du hast was ganz, ganz Wichtiges. Die Füllung ist ganz wichtig. Ja. Amen. Und Jesus ist der Zahnarzt und der die Füllung gleichzeitig macht. Er bohrt daraus. Amen. Gut, wir machen weiter. In 1. Petrus 5,9 lesen wir, dass unser Widersacher der Teufel umherstreift wie ein brüllender Löwe. Und was heißt dieses Wort wie? Es heißt, er ist kein brüllender Löwe. Er führt sich nur so auf, er gebärdet sich wie ein brüllender Löwe. Im Grunde genommen ist er ein zahnloser Tiger, aber er kann laut brüllen, er kann so tun. Er ist ein möchtegern Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Er ist kein wirklicher Löwe, der wirkliche Löwe ist Jesus, der Löwe von Juda. Der wirkliche Löwe ist der Gerechte, denn der Gerechte ist mutig wie ein Löwe. Aber der Teufel schleicht umher wie ein Löwe. Und zwar ist er
ein ganz, ganz starker Manndecker. Ein Manndecker beim Fußball, der schaut, dass er den gefährlichen Spieler so deckt, dass er ihn im Schach halten kann, dass er ihn irgendwie, ja, nicht zum Zug kommen lassen kann. Und genau das versucht der Teufel mit uns. Er kennt uns, er hat lange Zeit gehabt, uns zu scannen und zu studieren. Und deswegen, wie soll ich sagen, weiß er unsere Schwächen. Er hat seine Strategien darauf abgestimmt, uns in einem Moment der Versuchlichkeit zu erwischen. Aber deswegen kam ja Jesus, er kam nach Apostelgeschichte 10, 38 und befreite alle, die vom Teufel bedrückt oder niedergedrückt waren. Und so heißt es in Apostelgeschichte 16 bei dem Mädchen mit dem Wahrsagegeist, in Philippi war das, dass sie in Schach gehalten wurde durch einen Dämon. Und dann in Lukas 6, 18 ist ein anderes Wort gebraucht für Dämonisiertheit. Da heißt es, und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt oder befreit. Also von unreinen Geistern geplagt. Das ist auch das, was Dämonen machen. Sie wollen uns plagen. Oder, man kann sich so vorstellen, die von unreinen Geistern herumgeschubsten oder drangsalierten. Diejenigen, die von unreinen Geistern drangsaliert wurden, die wurden befreit. Und ich glaube, so ein geplagt werden, so ein drangsaliert werden, das kann uns innerlich passieren, auch wenn wir nette, gefällige, sonst eigentlich angenehme, unauffällige, nette Leute sind. Man sieht uns nicht an, dass irgendwas mit uns vielleicht nicht stimmt, aber es hängen tatsächlich ein paar Fäden dran, wo der Feind in einem Augenblick, wo man es nicht meint, dran zieht, und dann plagt er uns, dann drangsaliert er uns, dann kann er uns irgendwie so dirigieren, wie man es mit den Marionetten halt macht, und der Herr will Schnippschnapp machen, er will die Fäden, die uns irgendwie an der Leine des Feindes, am Gängelband des Feindes halten, kappen. Und der Herr ist umhergezogen und er tat Gutes. So wird es beschrieben in Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth zog umher, tat Gutes, er befreite alle, die vom Teufel, von bösen, unreinen Geistern und vom Teufel geplagt waren. Und ich möchte an dieser Stelle auf eine wichtige Beobachtung hinweisen. Jesus hat nie dieselben Leute immer wieder von denselben Problemen befreit. Und du wirst sagen, das ist doch eh klar, weil wenn er dich befreit hat, bist du ja frei, dann brauchst du nicht mehr vom gleichen Problem befreit werden. Also, oder wenn du krank bist und der Arzt heilt dich, brauchst du danach nicht nochmal geheilt und nochmal geheilt und nochmal geheilt und nochmal geheilt werden. Aber leider müssen wir sagen, dass es in Deutschland, zumindest kenne ich einen prominenten Befreiungsdienst, der da umherzieht und den Leuten verklickert, dass sie ständig Befreiung brauchen. Jeden Tag. Jeden Tag brauchst du Befreiung. Jeden Tag, also müssen Dämonen dich verlassen. Und jeden Tag brauchst du Befreiung. Und dieser Dienst hat dann viele Bücher von allen möglichen Dämonennamen. Und wenn du mal nicht in Gottesdienst gehst, fängst du so viele Dämonen ein. Wenn du in der Bibel liest, fängst du so viel ein und so weiter. Also das ganze Leben ist durchdrungen von und katalogisiert und kategorisiert von dämonischer Behaftung, als ob das ganze Leben, ich meine, die ganze Welt wimmelt von Dämonen, wie von Bakterien und so weiter. Das stimmt schon. Und es heißt nicht, dass diese Millionen von Dämonen, die es gibt, uns ständig immer nur das Leben schwer machen. Sondern einige davon machen uns das Leben schwer und von denen können wir frei werden und danach können wir von ihnen frei bleiben. Ich möchte mal sagen, dass es nichts im Neuen Testament zu lesen gibt, dass das ganze Christenleben ein ständiger, einziger Befreiungsdienst wäre. Das wäre total einseitig. Und Jesus hat nicht dieselben Leute befreit am Montag, dann wieder am Dienstag
Dann haben sie denselben Problem am Mittwoch befreit, dann am Donnerstag wieder, am Freitag wieder, am Samstag wieder, am Sonntag wieder. Am Montag dann halt nochmal. Also Jesus, du wirst sagen, der war doch nicht blöd, oder? Aber tatsächlich glauben Christen, dass sie immer wieder von denselben Sachen die Befreiung brauchen. Nein, Jesus sagt, du wirst befreit, danach bist du frei, danach bleibst du frei und lebst frei und ziehst fröhlich deine Straße. Befreiung hat eigentlich, wenn es richtig läuft, was Einmaliges. Was Einmaliges. Du bekommst auch nicht dasselbe Loch immer wieder geboren und immer wieder gefüllt. Nein, es wird gebohrt, es wird gefüllt und danach ist woanders noch was dran, aber nicht mehr dasselbe nochmal. Ich glaube, das sollte uns allen einleuchten, ist aber leider nicht überall praktisch. Ich möchte euch immunisieren gegen solche Befreiungsdienste, die was anderes lehren. Befreiung ist nicht vergleichbar mit Zähneputzen. Zähneputzen tun wir immer. Wir putzen die gleichen Zähne ständig. Aber wir brauchen nicht ständig Befreiungsdienst mit den gleichen Problemen. Mit was können wir Befreiungsdienst vergleichen? Mit Heiraten. Du heiratest deinen Mann ja auch nicht jeden Tag neu, oder? Wie viele Tage bist du schon verheiratet? Hast ihn jeden Tag neu geheiratet? Ich würde mal sagen, einmal geheiratet genügt, oder? Ja. Was würdet ihr sagen? Einmal heiraten langt voll auf. Ich glaube also, wenn du jetzt deinen lieben Mann jeden Morgen aus dem Bett zerren würdest, würdest sagen, hallo Schatz, raus aus dem Bett. Du musst mir jetzt deine Liebe gestehen. Du musst mir jetzt sagen, dass du mich zur Frau nimmst und dann müssen wir uns die Eheringe anstecken. Also vielleicht wäre es noch in den Flitterwochen putzig und drollig und niedlich. Aber ich glaube, wenn das jetzt jeden Tag so gelaufen wäre, seit ihr verheiratet seid, ich glaube, dann würde es deinem liebsten Mann, dem liebsten Mann, der rumläuft, irgendwann zu viel werden. Er würde irgendwann mal sagen, bei allem, was recht ist. Ich habe dich einmal geheiratet und das muss reichen. Das muss reichen. Ich brauche dich nicht 10.000 Mal heiraten. Ich brauche nicht heiraten spielen. Das reicht. Ja, es reicht. Ich kann dir sagen, was ich liebe, aber ich muss dich nicht jeden Tag wieder heiraten. Und ich glaube, ihr versteht das Beispiel. Du wirst von einem Dämon frei und danach brauchst du in diesem Bereich den Befreiungsdienst nicht mehr. Weil, und jetzt kommt's, du danach in diesem Bereich Gott gegenüber gehorsam lebst, heilig und hingegeben lebst. Und das ist die Füllung. Die Füllung ist, dass du da, wo den Dämon Einlass gegeben hast, durch Ungehorsam und Rebellion und eigene Wege gehen, dass du in diesem Bereich jetzt gehorsam bist, rein, heilig und mit Gott lebst. Und damit ist dieser Bereich mit Gott gefüllt. Also es ist nicht nur, dass du viel betest jeden Tag, das auch. Aber Beten allein kompensiert nicht Ungehorsam und Eigenwillen, sondern, wie heißt es, Beten, ora et labora, bete und arbeite, bete und tu Gottes Willen, bete und geh mit Gott und handle mit Gott und befolge seine Gebote. Wenn man die Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Wenn er sagt, vergib, dann vergeben wir. Wenn er sagt, kein Sex außerhalb, außerhalb der Ehe, dann befolge es einfach, ja? Und da liegt ein Segen drauf, wenn der Herr das sagt. Viele sagen, das ist irgendwie, wieso kann denn Liebe Sünde sein? Naja, wenn Jesus das so sagt und so will, dann machen wir es und dann sind wir bewahrt. Als Beispiel nur. Und dann eben brauchen wir in diesem Bereich keine Befreiung mehr. Stell dir vor, du sitzt ständig beim Arzt im Wartezimmer. Du bist schon längst geheilt, aber du hockst jeden Tag wieder da drin. Glaubst du nicht, dass du dem Arzt irgendwann auf die Nerven, auf den Wecker gehen wirst? Und irgendwann wird er sagen, ist ja nett, dass du hier den Sitz wärmst. Muss ich ja echt sagen, ist ja nett, dass du mich so gern magst, dass du immer kommst. Aber irgendwie ist der Wartezimmer für krank. Das ist für Kranke da, nicht für Geheilte. Und du sagst aber, nein, Doc, du musst mich untersuchen. Doc, du musst mir Medikamente verabreichen. Und er sagt, ich habe dich untersucht. Du bist jetzt gesund. Du brauchst keine Medikamente mehr. Doch, Doc,
ich weiß, du bist der richtige Doc für mein Leben. Du hast mir geholfen. Du musst mir mein ganzes Leben jeden Tag helfen. Der Doc wird sagen, Hilfe. Vielleicht brauchst du Hilfe für andere Probleme, aber ich kann dir nicht helfen. Ich schreibe dir eine Überweisung. Ich habe dich untersucht, du bist gesund und dabei bleibst. Und wenn du jeden Tag wieder aufkreuzt und jeden Tag wieder dort sitzt im Wartezimmer, dann wird er sagen, du bist kerngesund, hau endlich ab. Und eigentlich sollte das ein Befreiungsdiener auch sagen. Er soll sagen, du bist befreit, hau endlich ab. Du brauchst nicht nochmal Hand auflegen. Du brauchst nicht nochmal geboten bekommen, dass er Dämonen geht. Da geht keiner mehr, weil keiner mehr da ist. Ja, und so müssen wir das sehen. Befreiungsdienst hat was Einmaliges, nicht was Ständiges. Klar, wenn du nach einigen Jahren, die zwischen dem letzten Befreiungsdienst liegen, ganz viel Mist gemacht hast und gesündigt hast, auf Teufel komm raus, dann brauchst du erneut Vergebung, Buße und vielleicht Befreiungsdienst. Aber das ist niemals Gottes Plan so. Klar, als Beispiel, wenn du dumm bist und dich scheiden lässt und dann plötzlich merkst, ah, was habe ich für einen Fehler gemacht, und dann zurückgehst du an Schatzi und sagst, Schatzi, nimm mich wieder und sagt, okay, weil es du bist. Und dann reden wir nochmal gemeinsam nochmal von Traualtar. Dann, wie soll ich sagen, dann musst du das Heiraten wiederholen. Aber du heiratest nur ein zweites Mal dieselbe Frau, weil du vorher Mist gebaut hast, oder? Normalerweise, wenn du kein Mist baust, brauchst du dieselbe Frau nicht zweimal heiraten und denselben Mann. Verstehst du ein bisschen, was ich damit erklären will? Wenn du Mist machst, brauchst du wieder Befreiungsdienst. Wenn du eigentlich jetzt, vorher warst du unwissend, jetzt hast du Offenbarung erlangt, hast du eine Sichtweise bekommen über die Dinge, jetzt willst du kein Mist mehr bauen, dann brauchst du auch nicht wieder Befreiungsdienst. Also so einfach ist es. Bitte keinen Lebensstil machen aus ständig heiraten. Mach keinen Lebensstil des im Wartezimmer Hockens. Mach bitte auch nicht keinen Lebensstil für dich Befreiungsdienst in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Der Herr sagt zu uns, lass dich befreien, dann geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Leb heilig, leb rein, werde voll Heiligen Geistes und dann nimmt der Teufel Reis aus von dir. Und das ist der biblische Standard. Paulus hat die Frau mit dem Wahrsagegeist in Apostelgeschichte 16 nicht 10-mal befreit, nicht 2-mal befreit, sondern 1-mal befreit. Und Jesus hat Maria Magdalena 1-mal von 7 Dämonen befreit und danach hat sein heiliges Leben geführt. Also im besten Fall genügt ein richtiger Befreiungsdienst. Schauen wir weiter. Wie kommen Geister in uns rein? Ich glaube, das dürfte uns interessieren. Wir haben es gestern schon kurz angesprochen, durch Verletzungen und Beleidigtsein. Du wirst sagen, au Backe, dann braucht es eigentlich viel, dass das Geschmeiß kommt. Richtig, es braucht nicht wirklich viel. Du musst keinen umbringen, du musst nicht Ehebruch begehen, damit Dämonen kommen. Es genügt schon, falsch mit Verletzungen umzugehen und beleidigt zu bleiben. Jemand kratzt dich am falschen Fleck, jemand tritt dir auf die Füße, sagt für dein Empfinden das falsche Wort zu dir oder er sagt nicht das richtige Wort. Weißt du, was ich meine? Weißt du, Verletzungen und Beleidigtsein erzeugen Schmerz. Oder fühlt sich Beleidigtsein irgendwo gut an? Ich glaube nicht. Beleidigtsein, Verletztsein erzeugt Schmerz. Und Dämonen wittern den Schmerz in dir und riechen den Schmerz wie Hai das Blut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns die Wunden heilen lassen und die Dinge, die uns beleidigt haben, vergeben. Nun, mit dem Unrecht ist ja so eine Sache. Das, was du als du hast mich verletzt empfindest, du hast mir Unrecht getan, könnte sein, dass es bloß ein Missverständnis ist. Es könnte sein, dass der andere wirklich, obwohl du es nicht glauben willst, völlig unschuldig ist.
er hat tatsächlich gar nichts falsch gemacht. Oder sie hat vielleicht gar nichts falsch gemacht. Aber irgendwie kam es bei dir so an. Du hast einen falschen Hals bekommen und es anders interpretiert. Aber weißt du was? Das ist dem Teufel egal. Weil er denkt sich, ob reales Unrecht oder nur vermeintliches Unrecht, Hauptsache du bist am Ende des Tages verletzt. Also verstehst du, du hast eigentlich nur, wenn du dich zu überempfindlich verletzt fühlst, hast du es dem Teufel nur eigentlich noch leichter gemacht. Weil er sagt sich, tja, jetzt habe ich nicht mehr einen gebraucht, der wirklich verletzt. Das eingebildete Verletzen hat mir schon gereicht. Verstehst du, wir machen es dem Teufel so einfach, indem wir die ganzen vermeintlichen und eingebildeten Verletzungen auch noch festhalten. Und am Ende des Tages, sich verletzt, sei es verletzt, ist Schmerz und die Haie wittern das Blut, die Dämonen wittern den Schmerz und schauen, wo sie andocken können, wo sie Unheil stiften können. Also solange du beleidigt bist, sei es durch eine relativ gesehen berechtigte Ursache oder eine unberechtigte Ursache, es hat dich erwischt. Der Feind hat dich erwischt. Er hat dich da, wo er dich haben will, nämlich verletzt und verletzbar. Und wenn wir mal das begriffen haben, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund für uns mehr, beleidigt sein zu wollen oder beleidigt sein zu bleiben. Weil wir wissen, wir sitzen beim Teufel in der Falle, in dieser Haltung. Es ist eine ganz verwundbare, ganz, wie soll ich sagen, das ist eine Falle, wo wir ihm unsere verwundbare Seite darbieten, dem Feind. Ja? Das ist überhaupt keine starke Position, wenn wir beleidigt sind oder verletzt sind. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir verzeihen, schnell lernen zu verzeihen, zu vergeben und aus diesem Schmerz, aus diesem Beleidigtsein rauszukommen. Und der Teufel natürlich will uns einsuggerieren, wenn du den ersten Schritt auf deinen Mann oder wen auch immer auf deine Frau zumachst, dann bricht dir ein Zappel aus der Krone. Nein, der soll jetzt ein bisschen schmoren. Der soll jetzt ein bisschen merken und spüren, was er davon hat. Und dabei geht es mir selber nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Dem geht es vielleicht gar nicht so schlecht. Der sagt, okay, wenn du Da gehe ich halt mal in den Kumpels vor, bis es sich ausgesprochen hat. Verstehst du? Das ist das Vertrautisch. Der leidet noch nicht mal drunter. Du willst es ihm zeigen, dann weiß er, was er davon hat. Und den einzigen, dem du es gezeigt hast, ist er dich selber. Na toll. Klarer Fall von allen Tor. Der redet nicht zu, weil ich kann jetzt den Fernseher anschauen, was ich will. Endlich. Ja. Okay. Aber noch ein anderer Punkt ist hier zu bedenken. Und das haben wir gestern auch schon kurz angesprochen. Wir brauchen solche Situationen. Wir denken immer, ist doch unfair, ist doch ungerecht, wenn der sich so daneben benimmt. Der Herr sagt, nein, ich brauche Situationen, die sich als Schleifstein eignen. Der Herr hält Ausschau nach Reibungsflächen, nach Gelegenheiten zu polieren. Der Herr überlegt, nehme ich den Meißel, nehme ich das grobe Sandpapier oder das feinkörnige, aber ich muss irgendwie behandeln und bearbeiten. Was bietet sich denn da an? Ach ja, Mann-Frau-Thema. Oh, wunderbar, das kommt mir gerade mal recht. Der Herr castet solche Situationen. Er braucht unsere Schwächen, er braucht unsere Fehler, um unser Ego zu schrumpfen, um unser Ego zu schmelzen. Er braucht diese Gelegenheiten, um unser zu groß geratenes Ego runterzubringen. Und eigentlich ist es ein Segen in Verkleidung, denn das sind Gelegenheiten, wo wir uns selbst verleugnen können. Das sind Gelegenheiten, wo wir geistlich wachsen können, wo wir im Geist stärker werden können. Und deswegen brauchen wir die Gemeinde. Das ist gestern gerade passiert, weil du das gesagt hast. Mein Chef hat über E-Mail mich gefragt, ob ich an freien Tagen komme, arbeiten komme, an zwei freien Tagen. Der war aber gestern Nacht nicht mehr da, der hat nur mir das ausdrücken gelassen. Er hat meinen Plan, ich rufe ihn heute Mittag an, um 3:30, wenn er im Büro ist und mache Deal. Wenn wir heute Abend genug Leute auf der Schicht sind, dann frage ich, ob ich kann dafür heute daheim bleiben und dann komme ich an den Tagen. Ich bin ans Telefon gegangen.
Ich muss ja darum schaffen gehen und soll dann trotzdem Bescheid sagen, ob ich die 2 Tage komme. Ich habe jetzt so für mich gesagt, ich komme halt nur 1 Tag, aber ist ja trotzdem gut, oder? Besser wie gar nicht. Also schon 50% in die andere Richtung, oder? Nein, so halbherzig so gesehen. Also wir brauchen auf alle Fälle unsere Geschwister. Wir brauchen die Gemeinde, weil wir dort erkennen, dass wir Demütigungen brauchen. Und wir brauchen auch die Gemeinde dazu, dass sie uns nachher mit Liebe und Trost wieder aufbaut. Wie wollen wir Überwinder werden, wenn wir keine Gelegenheit haben zu überwinden? Wie sollen wir robust werden und immun werden gegenüber den Versuchen der Dämonen, wenn wir noch so empfindlich bleiben? Und weißt du, am Königshof ist die Erziehung beinhart härter als am Bauernhof. Und wir sind Königskinder, wir werden fürs Regieren trainiert und fürs Regieren erzogen. Und deswegen lässt der Herr uns eine strengere Schule der Erziehung angedeihen, wie am Bauernhof. Und man ist am Bauernhof schon nicht ganz so lustig. Aber Königshof ist noch strenger. Und eben, Neutralität gibt es nicht im Reich Gottes. Muss man ja sagen, wir haben keine Schweizer unter uns, aber tut mir leid für die Schweizer. Es gibt keine Neutralität. Es gibt auch kein Jein, es gibt kein Grau, kein Schauma mal. Es gibt nur heiß oder kalt, schwarz oder weiß, hopp oder top. Entweder bin ich voll des Geistes oder ich bin im Fleisch. Und wenn du denkst, okay, ich mache mal ein bisschen Pause von dem ganzen Geistlichen, heute gönne ich mir mal was Gutes, heute fleht sich mich vom Fernseher, ich muss ja nicht jeden Abend hierher kommen. Was ist Stillstand im Reich Gottes? Rückschritt. Stillstand ist Rückschritt. Und wenn du Urlaub machst von deinem Garten, dann kommt das Unkraut zurück. Und wenn du Urlaub machst davon, immer eine Gebetszeit zu haben mit Jesus, wenn du Urlaub machst davon, ihm nachzujagen, wenn du Urlaub machst, zu den Geschwistern in die Versammlung zu kommen, 3-mal darfst du raten, was zurückkommt. Hallo, wir sind wieder da. Die Mönchen. Die kommen doch tatsächlich, vorher waren sie so schön weg, dann kommen sie wieder. Und deshalb, nur weil du vor 2 Wochen frei warst, bevor du in Urlaub gegangen bist von geistlichen Dingen, heißt es nicht, dass du nach dem Urlaub noch frei bist. Und das ist dieses, die Füllung. Bleib gefüllt. Werdet voll Geistes, bleibt erfüllt vom Heiligen Geist. Da habe ich eine ganz wichtige Zwischenfrage, wo ich ein bisschen Probleme damit habe, mit dem Verstehen. Wenn ich krank bin, brauche ich Heilung. Wenn ich böser Geist habe, brauche ich Befreiung. Woran merke ich das? Thema Sucht zum Beispiel. Ich kenne jemanden, der war alkoholsüchtig. Der hat Heilung erfahren. Der kann jetzt auch wieder Bier trinken, ohne dass er ein normaler Alkoholiker. Wenn es jetzt was Dämonisches wäre, mal sagen wir, befreie den Mann, er ist befreit, er muss keinen Alkohol mehr trinken, dann würde er aber wieder Alkohol trinken, dann wäre er ja rückfällig, dann würde er ja die Geister wieder einladen. Wenn es also was Dämonisches wäre, würde er dann wieder sündigen, indem er Alkohol trinkt. Wenn es jetzt was krankheitsmäßig ist und er trinkt eine Flasche Alkohol, verstehe ich, wenn er geheilt ist, dann jeder von uns kann nur was trinken. Was ist deine Frage? Die Frage ist, woran ich das merke. Wenn jetzt Sucht oder irgendwas im Spiel ist, ist das jetzt eine Krankheit, für der ich eine Heilung brauche, oder ist das eventuell etwas, wo ich Befreiung brauche? Kurz gesagt, die meisten Krankheiten sind dämonisch verursacht. Die allermeisten. Wie finde ich das raus? Also ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ja. Also du kannst davon ausgehen, dass die Überlappungsmenge riesengroß ist. Also brauchst du dich eigentlich gar nicht so drum kümmern, ist es Heilung oder Befreiung. Bet immer für beides. Bet für Heilung und für Befreiung. Ja. Sei nicht nur ein Spezialist für eins. Du brauchst beides in deiner Werkzeugkiste. Aber woran wir manche Dinge merken, auf das kommen wir gleich noch. Okay. Also... Aber wie merkst du, dass du dass Dämonen wieder da sind? Du kannst auf einmal nicht mehr beten. Du hast keine Liebe zum Herrn mehr, keine Liebe zum Wort mehr.
Du drehst dich wiederum nur um deine Probleme, du bist aufbrausend. An all diesen Dingen merkst du, die Biester sind wieder da. Okay. Heißt nicht, dass du sie nicht wieder wegschicken kannst. So ist es nicht. Wenn sie einmal gegangen sind, können sie wieder gehen. Ganz klar. Aber ich sage nur, besser, sie kommen erst gar nicht wieder. Ja. Jetzt schauen wir uns an die Türen, durch die Dämonen in uns hineinkommen. Und dazu muss man sagen, Dämonen kommen unfairerweise schon in uns rein durch Dinge vor unserer Geburt. Dinge, die unsere Eltern oder unsere Großeltern getan haben. Und manches davon wissen wir eben nicht. Wie kommt ein Generationsfluch zustande? So wie jeder Fluch zustande kommt, irgendwer hat irgendwann ein Gesetz Gottes übertreten. Kein Fluch kommt einfach so daher. So zufällig. Also kein Fluch kommt zufällig. Sondern irgendwer hat irgendwann einmal etwas Böses getan in der Vergangenheit. Das kann viele Jahrzehnte her sein, das kann im krassen Fall sogar Jahrhunderte zurückreichen. Und es kann sein, dass man in der Familienlinie, dass irgendwer im Mittelalter gesagt, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, dass er mir Weltruhm gibt oder Reichtum gibt und dafür weihe ich jedes erstgeborene Mädchen in jeder vierten Generation dem Teufel.